Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar Rogue Legacy, genau, so hieß das Spiel. Hui, und ich glaube, die Musik ist zu laut. So. Ach komm. Das hier machen wir auch ein bisschen leiser. So sollte es, glaube ich, passen. Ja, wie man vielleicht merken sollte, ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Ich habe es gerade erst hier installiert und ich dachte mir, hey, komm, ich habe Lust drauf. Ich habe Lust, Let's Player zu werden, also machen wir es. Man muss dazu sagen, ich habe schon ein Let's Play davon angeguckt, aber sonst ist es blind. Ja, könnte man sagen. Ich habe nämlich nicht so viel angeguckt. Ich glaube, der erste Boss komplett und ein bisschen weiter. Also, wie man die austrickt, weiß ich schon. Und ja, ich spiele natürlich nicht mit der Tastatur. Das ist völlig Banane. Ich spiele mit einem Xbox 360 Controller hier. Hier werden auch noch die ganzen Steuerungen erklärt, aber das ist nebensächlich so. Und die Musik ist immer noch zu laut, oder? Ich hoffe ja, ich mache es hier richtig. Also auf meinen Ohren war die zu laut. Ich hoffe, dass es auch so im Video rauskam. Denn jetzt ist es sonst viel zu leise. Für mich ist es gerade perfekt. Aber wie gesagt, man weiß ja nie. Vor allem hier als First Let's Player. Nein. Das würde bedeuten, ich bin der erste Let's Player. Als erster Versuch zu Let's Playen ist das alles noch ein bisschen holprig. Ich denke auch, mein Mikrofon wird ein bisschen im Hintergrund rauschen. Und hier war irgendwas. Ich halte mal meine Klappe. Ah ja, ich musste ja den König töten. Weil irgendwas war. Hatja! Und das war, glaube ich, der Prolog. Ja. Ach ja, vielleicht sollte ich erklären, worum es geht. Für die, die es noch nicht kennen, Rogue Legacy ist ein Dungeon Scroller, in dem man so einen Typen hat, mit dem man kämpft, in so einer Burg. Und man muss Gold sammeln. Damit kann man seinen Typen verbessern. Aber nicht den Typen hier, sondern das Kind vom Typen. Weil der Typ stirbt. Ja. Hört sich komisch an. Ich kann es nicht erklären. Jedenfalls, hier Gold. Oben links habe ich mein Level. Meine HP, Mana und einen Zauber. Den ich mit B aktiviere. Der kostet Mana. Und ja, mein Ziel ist es, so viel Gold zu sammeln wie möglich, ohne zu sterben. Und ja, später erkläre ich noch, wie es weitergeht. Übrigens, wenn die Bilder sich so bewegen, dann sind es solche Dämonenbilder, das weiß ich. Am Anfang ist es noch relativ leicht, kann man es sagen? Ja, relativ leicht. Aber später wird es ungemütlich. Ich bin jetzt schon in den Stacheln reingefallen, was extrem peinlich ist. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen, glaube ich. Ja, die Teile hier droppen Gold und manchmal Nahrung, deswegen tue ich hier gerade alles. Opa, alles klein hacken. Wow. Die Augen. Au! Fuck. Fuck. Ja, ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Die Steuerung. Ich spiele nicht oft mit einem Controller, deswegen ist die Steuerung sehr ungewohnt für mich. Aber das kriege ich schon hin. Oh, das war knapp. Fuck. Das kriege ich schon hin irgendwann mal. So im Laufe der Jahrzehnte.
Oh, ich werde jetzt beim nächsten Treffer sterben. Ja, das war's mit Sir Lee. Und hier sieht man nochmal, wie viele Leute, Monster ich getötet habe. Und ja, jetzt kommt wieder das... Ich bin es noch nicht gewohnt, sorry. Ich trinke mal was. Hier, Startbildschirm. Wenn man wieder startet, sieht man hier, das war der erste, der hat den König getötet. Das war jetzt der zweite. Und jetzt darf ich hier den dritten aussuchen. Es gibt verschiedene Klassen. Hier der Knife, Barbarian. Klassknaffe. Okay, mein Englisch ist scheiße. Den Knight kenne ich, den Barbarian kenne ich. Ist das so eine Art Knappe? Könnte sein. Und jeder hat halt hier so Vor- und Nachteile. Der hier ist ein Risky Hero, also die Grundwerte sind gering, aber er kann kritische Treffer landen. Der hier ist ein wandelnder Panzer, also viel HP. Und der ist so ein Allrounder. Und die haben immer noch so Traits, wie hier der schimpft immer, wenn er Schaden bekommt. Die hier, der ist noch Spark. Ja, mein Englisch ist scheiße, habe ich gerade gesagt. Und die haben immer noch so Zauber auf B. Der hier kann so einen Chakram werfen. Und der hier Äxte. Und ich nehme den mit HP. Und hier sieht man, das ist die Burg. Bam, Burg. Jetzt habe ich den Schmied freigeschalten und da kann ich mehr Waffen und Rüstung kaufen. Und hier kann ich immer noch so HP und Mana erhöhen. Erstmal HP. Und hier, man schaltet halt immer mehr frei, umso mehr man reinsteckt. Bis irgendwann mal die Burg richtig prächtig da steht und man... Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, alles freistoßschalten. Oder beziehungsweise ich weiß, ich werde es niemals schaffen. Knight into Paladins? Nein. So. Jetzt habe ich meine Klasse geupgradet und der Ritter hat immer ein Schild dabei, mit dem ich blocken kann. So. Da ich jetzt nur noch 30 Gold habe, gucke ich noch, was der hier zu melden hat. Welcome, Hero. Maybe you can help me. I used to be the... Soll ich das eigentlich vorlesen? Na, ich fasse es kurz auf Deutsch zusammen. Er ist ein Schmied. Wurde angegriffen, hat alle seine Blueprints, also seine... seine hier... Wie heißt das denn? Blueprints. Das nennt man Blueprints. Ja, er hat vergessen, wie man seine Waffen und Rüstung schmiedet. Ich kann diese... Ach, Pläne. Ich kann die Pläne zu ihm bringen und dafür macht er mir dann Zeug für ein kleines Entgelt. Also für ein bisschen Money. Ah, das erste Schwert könnte ich sogar für 250 sofort machen. Rechts sieht man immer, wie viel Damage ich dazu bekomme, beziehungsweise wie viel anderes Zeug. Und bei Wave, das ist hier, wie viel ich tragen kann. Denn wenn ich 50 zusammen habe, kann ich nicht mehr tragen, sondern muss erstmal in der Burg upgraden, dass ich mehr tragen kann. Hier hat man so verschiedene Rüstungsteile und die geben halt verschiedene Boni. Und dieser Typ hier, der ist fies, denn um reinzukommen, muss ich all mein Geld abgeben. Oh ja. Deswegen kann man auch nicht so aufsparen wie in anderen. Ich weiß gar nicht, ob es andere Spiele gibt, wo man es aufsparen kann. Man kann es jedenfalls nicht aufsparen, das Geld, und man ist gezwungen, immer wieder hier... Au, die können sich umdrehen. What the fuck? Kann ich reden? Ah, what the fuck? Wie fies ist der Raum denn? Au! Au! Der ist der Raum und dann sowas. Oh, fuck. Okay, ich bin fast tot.
Fängt ja gut an. Und dabei habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau. Jetzt habe ich nachgedacht und habe mich treffen lassen. Ja, Gott. Die Runde wird schon nichts. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Konzentrier dich, ja, genau. Man kann das Geld nicht aufsparen, sondern muss alles ausgeben, was man hat, am besten. Und die Teile werden halt immer teurer und dadurch wird es immer schwerer, sich neue Upgrades leisten zu können. Und dadurch steigt der Schwierigkeitsgrad einfach mal. Und diese Räume hier sind vom Entwickler, das sind andere Spiele von denen, die ich alle nicht kenne. Das sieht aber cool aus. Oh ne. Fress das. Oh fuck. Oh fuck. Das ist noch so einer, der komische Teile wirft. Fuck. Egal, erstmal looten. Ein Umhang. Das kann ich mir nachher kaufen, falls ich hier genug Geld zusammenbekomme. Nein, werde ich nicht. Fängt gut an. Ich habe mir keine Uhr gestellt. Sind schon 15 Minuten um? Ja, ich denke mal schon. Und wenn nicht, dann war es halt so eine erste Einblickrunde, ne? Cool, der kann Zeit anhalten. Jedenfalls, ich hoffe, irgendjemand hat zugehört und man sieht sich bis zum nächsten. Sehen stimmt nicht. Ich brauche auch so irgend so einen Spruch am Ende. Ja, das kommt alles noch. Jedenfalls, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.